Okay, Leute, wir treffen uns gleich in der Radiologie, um über Mr. Heats Tomographie zu reden. Seine Metastasen sind so groß, die sollten eigentlich Kilometastasen heißen. Nicht witzig. Haben Sie sich verkleidet und sich zwischen den Assistenzärzten versteckt? Ja, und du bist ein grauenhafter Lehrer. Es wäre mir unmöglich, jemanden zu operieren. Egal, aber warum haben die gelacht, wenn es nicht witzig war? Sperr mal die Ohren auf, bis du das verstopfte Klo im letzten Stock hörst. Es ist völlig normal, sich bei seinem Vorgesetzten einzuschleimen. Ich wollte Kardiologe werden, aber ich hab's einfach nicht übers Herz gebracht. Ich wollte Laborbesitzer werden, aber jetzt bin ich Labrador-Besitzer. Oh ja. Ich wollte Radiologin werden, aber ich habe mich fürs Fernsehen entschieden. Ich wollte Analytikerin werden, aber dann haben sie mir die Couch weggepfändet. Guter Witz. Ich wollte sie um einen Knochen bitten, aber der Patient lebt. Genau. Alles klar, dein tolles Verhältnis zu den Assistenzärzten ist eine Lachnummer. Der Hund, der hat über einen Witz gelacht.